Ladies and Gentlemen, ja, herzlich willkommen zurück bei unserem DayZ Let's Play in der Heroes Series. Jetzt hier wieder auf einem neuen Server. Der letzte war ja abgekackt. Richtig. Aber wir haben uns jetzt hier einen neuen gesucht, ne? Das ist jetzt auch schon einen Tag später. Spiel ist schon wieder komplett verlernt. Absolut. Hier ist alles offen. Du solltest da vorne sein, bei der Police Station schon. Ich bin drin. Alles klar, ja, ich habe einen ganz ordentlichen Rollback gehabt, also. Also ich bin da, wo ich mich ausgelockt habe, auf jeden Fall. Jo, gut, dann checkst du schnell die Police Station und ich mache hier eben das Kachelhaus. So, meine Texturen laden gerade irgendwie langsam. Weiß nicht, da ist bestimmt ein Pedo in der Leitung. Und ja, Pädophile sind der Grund dafür, dass Leitungen langsam laden. Oh. Wo der Sinn ist, weiß ich auch nicht, aber es ist so. Wenn sie nur da sagt, könnt ihr mir vertrauen, Mann. Stellt das nicht immer so in Frage, ey. Was ist denn hier los? Oh, Selbstgespräche, FTW. So, Könnt ihr mal hier. eben über das sprechen, was gerade eben passiert ist? Wir haben versucht, euch ein neues Spiel vorzustellen. Ja, waren da? Ich bin fast bei eingeschlafen. Aber, naja. Ihr könnt es euch ja selber mal angucken. Heißt, The Hunter ist kostenlos auf Steam. Wenn ihr aber einen eigenen Multiplayer-Server haben wollt, damit ihr mit anderen Leuten zusammenspielen könnt und keine Randoms dabei habt, dann kostet das 14,99 oder so. Also, ich Richtig. weiß ja nicht. Das ist eine richtige. Ich hab's irgendwie nicht so wirklich verstanden, das Spiel, glaube ich. Naja, es soll halt eine richtig fette Jagdsimulation sein, Soll sein. ne? Ich wollte nur noch mal deine Betonung jetzt betonen. Ah. So, du bist in den Garagen, ne? Jo, habe ich gerade gecheckt, ist nix. Okay. Sieht auch schon gut gelootet aus Ja, hier. wir haben auch nur eine Folge jetzt gemacht. Und, Die war gay. ja, ich. Ne. Vielleicht habe ich sie hochgeladen, vielleicht auch nicht. Ja, ich Ansonsten denke mal, gucken. du wirst sie hochladen. Dann habt ihr was, was ihr nur auf seinem Kanal habt. Ich habe meine gelöscht. Also mir hat es nicht so wirklich Spaß gemacht. Ich meine, wir haben klar geredet und so. Die Unterhaltung wird auch da sein. Aber ich möchte das einfach nicht weiter let's playen. Nö, das würde Vielleicht machst du denn. ja ein Solo-Ding draus. Na, ich glaube nicht. Das würde denn bei mir jetzt, wenn ich das Video hochlade, unter Kessel Buntes liegen. Also einfach eine Sache, die man mal angespielt hat. Und naja, mal gucken. Ich bin ja hydrated, nur nicht energized. Ich gehe mal fix hier nochmal rein. No. Ja, mach das. Die Jagd nach einem Kaninchen. Boah. Der scheiß Zombie da vorne. Also irgendwie ruckelt so ein bisschen bei mir hier. Gestern war flüssiger. Aber das kommt mir einfach nur so vor. Ich weiß auch nicht. Wir sind der Hunter jetzt gewöhnt. Das lief ja absolut flüssig. Aber es geht. Also teilweise sind meine Frames 30 FPS hoch, dann 50 runter, dann 30 hoch. Das ist krass. Gut, dann gehen wir mal weiter. Das Mal gehen wir auch sofort den Berg hoch, würde ich sagen. Ja. War das nicht unser Berg da hinten? Ja, Ja, ja. Ohne eine böse Erinnerung, mein Hintern. ja. Ja, ich lag hier ohnmächtig, ja. Aber egal, das war ein Kill-Kill, das war. Das war gut. Touché. Dann sprinten wir mal hoch hier. Ey, das ist so das Geilste, ohne Witz, Ja. ey. Das macht sie echt wieder spielenswert, dass man weiß, wie man berghoch sprintet, ey. Das ist wie Hacken. Ohne Witz, das ist wie Hacken, ey. Nur geil, weil es legal ist. An alle, die das nicht wissen, wie das geht, ne? Die Guide dazu wird es dann nie geben. Ne, ihr lauft einfach im Dauersprint hoch und drückt einfach G. Ach, und noch was, ne? Da ja jetzt viele neue Zuschauer dazu kommen und unsere Let's Plays mal endlich langsam irgendwie wohl fremde Leute anschauen, sag ich mal. Unten in der Beschreibung habt ihr immer den Link zu der jeweils anderen Sicht des Spielepartners. Also sprich, ihr könnt unten bei mir auf dem Kanal, bei Sino, könnt ihr unten auf den Link drücken, dann könnt ihr seine Sicht separat gucken. Das ist ziemlich geil, wenn man zwei Monitore hat oder sowas, dann kann man das Richtig. gut zusammen angucken. Wo bist du jetzt hin? Ich bin immer noch gerade den Berg hoch, also. Ich hab dich auch gerade verloren. Ich dachte, du wärst hinter Ja, mir. weil ich wollte eigentlich nur so ein Stückchen auf dem Berg hoch, dass wir nicht runtergeschossen werden. Und einfach eigentlich weiter an der Küste entlang, also. Ja, ich komm. Möchte jetzt hier keinen Bergsteiger-Let's Play machen. Doch, Daisy, die Bergsimulation.
Kann ich auch so schnell wieder runter sprinten oder soll ich es sein lassen? Ja. Ich weiß nicht, also. Okay, wenn ich jetzt sterbe, dann war es ein Experiment. So, ich renne jetzt auch wieder die Küste so ein bisschen entlang. Kannst du mir sagen, wo du ungefähr bist? Ich bin quasi schon fast unten an der Straße wieder. Auf welcher Höhe? Von dieser Insel? Links? Ich sehe nur die Straße. Ich habe Bäume vor der Fresse. Lauf einfach weiter in die Richtung. Wir sehen uns ja dann gleich, denke ich. Ja, also ich bin auf jeden Fall noch parallel zur Insel. Alles klar. Ich bin jetzt bei diesen Felsvorsprüngen. Ich glaube, da wo wir... Oh, ich auch. Ich auch. Bin ich auf der Insel, ist so eine kleine Hütte. Und da ich bin am Ende der Insel. Boah, das war knapp, Alter. Was? Boah, hier war gerade Ende des Weges quasi. Boah, mich hat's fast gekillt jetzt gerade, Alter. Holla die Waldfee. Scheiße. Oh Gott, ey. Okay, wir müssen auf jeden Fall einen günstigeren Weg nach unten suchen. Das war... Boah, mir ist richtig das Herz in die Hose gerutscht, ey. Das Herz ist zu meinem Hirn gerutscht, ey. In die Hose. Achso, ich glaube, ich weiß, wo du fährst. Okay, hier wird's ziemlich steil gerade. Ja, ich bin jetzt unten an der Straße. Und schieß Bambis weg. Ach nee, wir sind ja Heroes. Ach da, oh, ich sehe dich, alles klar. Ja, ich muss mal eben gucken. Also ich hatte keine 5 Kugeln mehr drin. Aber waren echt nur noch 4. So, du bist hier hinten, glaube ich, runter dann, ne? Ja, ja, hier hinten geht das locker runter. Locker easy. Waka, waka. Da ist ein Bandit. Oh. Mich hat einer erschossen, echt? Oh, ich hab gerade auch einen erschossen. Oh, ich bin tot. So, mal gucken, ob wir jetzt wieder so viel Glück haben und viele Bambis finden. Oder auch nicht. Aber das war ja die ersten Folgen ganz überraschend. Ah, Bandits hätte ich gerne... Ich bin immer noch der Meinung, wir hätten die gestern, also in der letzten Folge, die hätten wir töten sollen, also... Ja. Naja. Ja, ich... Spulen wir nochmal zurück. Ja, echt, ey, also... Vor allem, ey, mit 3 Mann auf uns, weißt? Wollen mich umlaufen, also wollen uns oder mich umlaufen, ich wusste nicht, wo du genau warst. Aber um mich sind sie echt so haben mich eingekreist, schon wie so Arschgeier, so weißt du. So. Ich hab den Sabber schon aufspüren gehört, also aufplatschen gehört, ey. Und dann leg die Waffen weg und komm runter. Komm raus. Ja, yo. Soll ich nicht direkt Kill in die Konsole eingeben? Oh. Warum Ohr? Nö, einfach so. Ich hab ab und zu mal Ticks. Achso. Ach doch. Oh. Oh, okay. Jetzt reicht's, Digga. Ist okay. Dir tut keiner was. Alles gut, Opa. Ey, aber echt, ich bin echt der Meinung, also wir hätten die töten sollen. Die haben bestimmt dann noch irgendwelche Bambis getötet, weil wir die ziehen lassen haben. Wahrscheinlich. Und uns werden sie alle flamen und sagen, ihr Feiglinge! Ja gut, also die Leute, die unser Let's Plays verfolgen, die wissen wohl, dass wir keine Feiglinge sind. Und eigentlich immer den Kampf suchen. Wir gehen auch mit Faust auf die Leute los, wenn sie eine Mosel haben und am Campen sind. Also ich glaube, geflüchtet sind wir eigentlich noch nie. Oh. Ja, gestern dann, ne? Naja, es war ja keine Flucht, wir hätten es ja machen können. Das wir haben halt so entschieden, dass wir die dann ziehen lassen. Wir hätten ja direkt in den Kampf gehen können, also es war ja nur keine Angstreaktion. Wie manche andere Spieler. Ja, wobei ich sagen muss, in der Stadt hätte ich echt ungern gegen die gefightet. Mit einer Mosin gegen 3 M4. Denk nicht, dass wir da lebendig rausgekommen wären. Ja, aber wir hätten es gemacht. Also ja, wir hätten uns natürlich in der Stadt zurückziehen können und dann auf Distanz. Auf Distanz hätten wir die locker gemacht, denke ich. Weil auf Distanz zackt die M4. Das zackt die so hart, die es schon gratis macht. Ne? Das zacken jetzt also. Boah. Habe ich ja übrigens heute schon von meiner Arschritze gesprochen. Nein, das will keiner hören. Ach doch. Die weiblichen Zuschauer sind da voll geil drauf. Ja. War letztens schockiert. Ich kriege ja immer so Meldungen, wenn ich dann Likes kriege oder sowas, ne? Und dann steht da irgendwie so ein Name, so ein weiblicher Name, ich weiß ihn jetzt leider nicht mehr.
Und ich denke mir so, die hast du doch gar nicht in der Freundesliste, weil ich gar nicht davon ausgegangen bin, dass das eine Abonnentin ist oder so, weißt? Guck, ich hatte ihn Gaming-Status von mir geliked, wo ich irgendwas gepostet habe, ein Video oder so, weißt? Dachte ich mir auch so, okay? Du hast weibliche Zuschauer, reiß dich zusammen. Ja. Lach dir die Bitch ab! Dreckszombie! Wo wir gerade über Frauen gesprochen haben, ne? Du wolltest dich zusammenreißen. Hab ich doch. Ja, warte mal. Ich hab schon wieder vergessen, wie ginge dich. nicht das Zusammenreißen. Ich hab's echt vergessen. Du konntest doch mit der Mosin zustechen. Ich hab das auch schon gemacht, ich hab's vergessen. Hast du ein Bajonett dran? Ja, ja. Stimmt. Ich hab's wirklich vergessen. Alter, oh. Ich hab damit schon zugestochen, weißt du? Das sieht richtig behindert aus damit. Das ja, ist stimmt, so stimmt, welche Taste war anders? Keine Ahnung. Naja. Was sehen wir denn in der nächsten Folge? Nach Stunden des Versuchens. Ja, ich hab's echt vergessen. Ich glaube, das war auf F, aber auf F tut sich bei mir nichts. Dann nimmt er die Waffe und bricht die in zwei Hälften, ne? Nimmt das Bajonett und sticht sich damit selber in den Kopf. Und dann badly damaged. Nicht ruiniert, weißt du? War hier nicht auch der die Hacker? Hacker-Aktion, ja, ja. Toll. Sitzt hier immer noch, weißt du? Ich hab gewusst, irgendwann kommt ihr wieder. Nee, nee, das hast du falsch gesagt. Ich hab gewusst, irgendwann sehen wir uns wieder. Ja. Ich hab extra hier gekämpft. Meine Schöne. Die FPS sterben. Ja, ich wollte es nicht sagen. Wir meckern in jeder Folge über die Frames. Also, die Leute, die das Let's Play gucken, denken echt, wir haben irgendwie so einen Holzrechner stehen, der das nicht packt. Aber macht mal mit Fraps oder sowas, macht mal eine Aufnahme von DayZ und lauft mal einfach durch die Stadt. Wisst ihr, was ich meine? Oder wir? So. Die School. Oh, warte mal, da war doch was. Bist du in dem Haus drin? Ja. Okay. Dahinter ist auch diese olle Geräteschuppen, glaube ich, ne? Richtig. Wo der Penner drin gesessen hat. Oh, I found a can opener. Yeah. Aber hier ist nicht wirklich was. Hier ist auch kein Schwein, ne? Was sagt der Server? Ja. Der war's voll. Da hatten wir gerade ja schon fast Probleme drauf zu joinen. Geh ins Krankenhaus rein. Jo. Jetzt kommt wieder. Oh Gott. Hallo? Buff. Die arme Sau, Alter. Die arme Bambi, Alter. Stimmt. Den hätten wir jetzt betätschelt. Und ihn dann missbraucht. Alter, du hörst nicht schon wieder. Du bist drin da, ne? Ja, ja. Gut, ich halte hier draußen ein bisschen Ausschau. Tu das, tu das. Hier ist nichts, hier liegt nicht mal Scheiße. Ha. Okay, Police Station? Jo. Wo war die jetzt nochmal? In dem Krankenhaus. Ach da, ja. Okay. Du bist jetzt in die Garagen rein, ne? Ja, ich hab hier gerade mal so reingeschneakt. Ich geh in die Station rein. Ja, ich warte dann draußen auf dich. Oder soll ich eben mit checken? Kannst du machen. Was? Ich geh mal in die Schule rein. Ich geh lernen. Oder so, genau. Habe ich überhaupt gelernt oder was? Oh, ich krieg hier so viele Déjà-Vus von irgendwelchen Let's Plays, die wir uns angeguckt haben.
Wenn es einen Gott gibt, dann lass mein Let's Play bitte nicht so enden. Ja, ey, das ist doch mal ein Gebet wert, oder? Die Schule ist aber auch sauber wie ja, sonst hier ist, was. Hier ist auch gar nichts. Leer geputzt, komplett. Liegt da nicht mal Scheiße. Fick dich. Fick dich. Ich bin so ein schlechter Mensch. So, ich komme wieder raus. Jo. Dann geh links rum, gehen wir da zur Police Station, zur Fire Station, I mean. Ja, also die... Ich hab einen Step gehört. Vielleicht war ich das? Vielleicht Zombie, nee, nee. Der Step war hier links irgendwo. Zombie. Aber hier drin liegt ein größerer Rucksack, als du hast. Okay. Ein Zombie steppt. Bütz, hat er bekommen. Hab ich ihn umgenickert. Ey, der Typ war geil. Ich hab mir das heute, ich hab dem Cindy das gezeigt. Der ist ja auch Elsi. Und, hab ihn erst davon erzählt. Dann hab ich das als MP3 gerendert, wie er sagt hier, den haben die uns umgenickert. Wir kamen nicht mehr aus dem Lachen raus im TS. Ne? Das war so geil. Das war absolut richtig geil, ja. So. Ertsch. Ertsch. Jo, Sommer, hallo, ist das ein Kiosk hier? Keine Bedienung? Boah, ist ja wie ein Azubi-Apokalypse hier. Dututz. Was war das? Hast du das gehört? Das war Dututz. Das war eine Tankstelle. Oh. Das meinte ich. Ja, war eine Tankstelle. Die ist mehrmals hintereinander explodiert. Ja, war eine Tankstelle. Nein. Okay, bist du weiter? Ich stehe hier an der Kirche. An der Mauer. Ja, ich sehe dich. Aber ich gehe einfach mal in die Feuerwehrstation rein. Wir sind ja friendly. Dann passiert, uns passiert ja dann nichts. Passiert uns nichts, genau. Wir sind ja hier. Hallo! Oh. Ja, hallo! Die antworten gar nicht. Ich habe mir gerade überlegt, dass ich die Treppe nicht hochgehe. Déjà vu. Déjà vu? Déjà vu. Guck mal, das Ding ist auch geil. Guck mal her. Physics. Das ist geil, oder? Die Brechstange hier. Ach so, ja. Physics. Ja, ist so gut. Absolut gelungen. Es steht physikalisch korrekt. Ah, Zombie! Hast du sowas noch nicht gesehen? Das will die Schlampe abschlachten. Will die Schlampe zu mir. Nein, lass mich die Schlampe aufschlitzen. Was doch vernünftig. Für 5 Minuten. Und dann machen wir an der Stelle ein Folgenpäuschen. Genau. Das war Sino und der Martin, die schieben jetzt rein. In der nächsten Folge sehen wir dann, wie das ausgeht. Peace Warte. Out. Ich will auch noch rüber. Ich will auch noch rüber. In der nächsten Folge. Ich komm nicht rüber. In der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.